So, ich gehe hier mal so ein bisschen rüber, weil das da hinten wird unser Eingang. Oder hier vorne, ich weiß es noch gar nicht. So, ich glaube, so viel Gravel haben wir auch gar nicht. I need to look. Ne, 12. Ist nicht so much, aber ist es nicht so much, ne? Wenn die Kuh scheißt, dann macht's Platsch. Das hast du dir von Gronkh abgeguckt. Ich bin ja mal gespannt. So, dann würde ich einfach mal... Was ist das denn hier? Ach, so eine... Ist ja lustig. Schön. I like it. I like it. I like that. So, holen wir uns mal hier noch das restliche Gravel aus dem Gravelberg. Getting some wood and some gravel here. Ich vereint sich das gleich wieder. Ich habe keinen Bock, hier so Wellen drin zu haben. Ja, doch, sieht gut aus. Da ist auch wieder Lehm. Wäre ja schön, wenn wir Lehm brauchen könnten, ne? So, dann holen wir uns hier noch die Kohle aus dem Berg. Berg des Garten. Der Berg des Gartens. Berg des Garten. Wieder was gelernt, ne? Wieder was gelernt. Wieso breche ich eigentlich mal ab, kurz bevor das Ding hier irgendwie abgeerntet ist? Ich weiß es nicht. I don't know, people. So, Kohle. Haben wir jetzt 16 Stück. Mit dem kleinen See hier, da habe ich ja auch schon so ein paar Ideen, was man da so draus machen könnte. Vielleicht hauen wir den Berg ja dann mal später auf. Also, dass wir dann hier so quasi so einen großen Bogen haben, der sich dann da so öffnet. Ach, das wäre schon cool. Gucken, was wir da draus noch so machen. Dass wir quasi von unserem Haus aus da hinten auf den Sonnenuntergang blicken können. Das wäre doch was, oder? Wäre das was? Das wäre super. So, ich würde aber mal glatt behaupten, wir haben jetzt ein bisschen Gravel. Wir klappdönern mal den Weg hier noch so ein bisschen weiter in die Richtung. Was ist das für gerade für eine Musik? Die passt ja mal gar nicht. Kleinen Moment. Ach, das ist auch Risen, The Island. Naja, auch okay. Ach, ein Erfahrungskügelchen. So. Ein kleines Wegchen haben wir jetzt hier. Wunderbar. Und wir können sogar hier, pass mal auf, wir sind richtig, richtig im Fieber gerade. Oh, eine Blume. So schön. So, haben wir hier noch ein paar Lämpchen hingesetzt. Okay, haben wir das. Wird doch so langsam, oder? Wird doch so langsam. Was kommt jetzt? Jetzt kommt das hier weg. Ja, habe ich vielleicht noch was zum Erzählen? Weiß ich ja gar nicht. Mich mal überlegen, ob mir ein Thema einfällt. Ja, Thema Minecraft, wo wir schon eh dabei sind. Es ist ja unglaublich, was Minecraft mittlerweile für Wellen zieht, ne? Okay, das war dumm, dass ich das da weggemacht habe. Kleinen Moment, das muss ich wieder korrigieren. Vielleicht so ein bisschen hier so... Ups. Upsala. So, das ist ein bisschen... Naja, ihr wisst schon. Nicht so abgeschnitten... Nein. Nicht so abgeschnitten aussieht da im Eck. Okay, Moment, die Musik passt gar nicht. Wie sieht sie mit ihr aus? Ja. Klingt gut. Tam, 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 tam. Nee, wo war ich stehen geblieben? Genau, ich war stehen geblieben bei Minecraft, dass es wirklich ja so einen richtigen dicken Hype eine ganze Zeit lang gab und immer noch gibt. Und man das Gefühl hat, dass der irgendwie niemals enden wird. Und ich sehe das ja auch immer, wenn dann eine Minecraft-News bei uns auf Facebook gepostet wird. Also wenn ich sage bei uns, dann meine ich natürlich auf PlayMassiv. Beziehungsweise bei PlayNation. Und dann ist das wirklich innerhalb von wenigen Sekunden auf so vielen Wizards. Also wirklich so viele Wizards, dass ich da überhaupt nicht, so schnell kann ich gar nicht gucken. Das ist unglaublich, wie schnell da wirklich dann die Leute auch da sind. Und das ist, also das ist wirklich immer wieder erstaunlich. Wirklich erstaunlich.
Und Notch arbeitet ja derzeit mit Mojang, also Mojang heißt die Mojang? Jimmy Wang Yang? Mojang? Mojang? Ich glaube Mojang, ne? Die arbeiten ja derzeit an Cobalt, das ist ja so ein, ja, wie sagt man, so ein Knobel-Adventure sozusagen. Das soll ja so ein bisschen dann, ja, ähnliche Spuren hinterlassen wie Minecraft, aber ich weiß nicht, also ich kann mich da jetzt nicht so mit anfreunden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Notch nochmal so ein Game machen wird, was wirklich so derbe reinhauen wird, wie es eben Minecraft getan hat. Weiß ich nicht, also ich kann mir das irgendwie... Nee, ich weiß nicht. Ich glaube, das mit Minecraft war schon wirklich eine einmalige Sache. Weiß ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das nochmal so gut wird, wie jetzt eben Minecraft. So, kann man das so lassen? Ja, sieht doch ganz nett aus, oder? Wie sagen, hauen wir da noch ein bisschen Stein weg. Stein weg, McJigmanig. So. Ach, was ist hier denn? Ach, das ist ja auch wieder geil hier, ne? Schön, ich mag unseren Platz hier. Der gefällt mir. Gefällt mir wirklich. Da kann man viel draus machen. Und das werden wir natürlich auch, meine Freunde. Das werden wir. So, was wollte ich machen? Ich wollte jetzt mal gucken, dass wir irgendwie hier mal ein bisschen Ordnung in die Kiste bekommen. Und aus diesem Grunde werden wir eine nächste Kiste bauen. Aufgepasst. Pam, 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 pam. Tadatam, tam, tam, taram. Hier drunter. Am besten, oder? Ja, doch. Und hier packe ich jetzt mal Galles Gasvirgan. Go-Stoffengaben. Gack ich da rein. So, wenn ihr das verstanden habt, dann gratuliere ich euch. Ach, hier haben wir noch 6 Iron Uri. Eisenohren haben wir da ja noch 8 Stück. Ne, 6 Stück. Wo sind sie denn jetzt? Da sind sie. Packe ich gleich mal mit da drauf. Dann haben wir, glaube ich, 7 Eisen insgesamt. Das ist doch schon mal was. So, die Kiste. Aufgepasst. Die Seeds kommen damit drauf. Das Eisen nehmen wir mal mit. Die Feder, Sapling, ja. Puh. Dann packen wir hier mal noch ein bisschen Stein mit rein. Das Holz packen wir da auch mal mit rein, weil wir haben ja genug. Leather und Mushrooms kommen hier rein. Flint kommt auch mal hier mit rein. Ja, und nun? Die 3 Steaks kommen da mal mit rein. Die behalten wir mal hier auf der Hand. Die Dirty, Dirty Dirt auch. Den Sand tun wir da mal mit rein. Ein bisschen Kohle tun wir da mal mit rein. Und die beiden Schwerter Stone, Iron. Pass mal auf, ich lasse das Iron-Schwert mal hier und mach das so und lass das da drinne. Und dann so passt das doch. So, die Fornaze, die kommt da auch mal hier mit raus, weil die braucht ja auch keinen Mensch. Oder? Braucht die einen Mensch? Pass mal auf. Pam! Das Ding holen wir da raus. Und tun's da rein. Kann man das so lassen? Sieht doch erstmal von Anfang ganz nett aus, oder? Frage ist jetzt natürlich, wo stellen wir unser Bett hin? Das wirkt hier überall so ein bisschen unpassend. Oder stellen wir es vielleicht hier hin? So als Art Heizung? Naja, ich weiß ja nicht. Keine Ahnung. So, auf jeden Fall, die Kiste hauen wir jetzt mal kaputt. Hui! Und stellen sie... stellen sie hier hin. So. Und da kommt jetzt rein. Da Drottenflash, die Saplings, die Flints, die Flowers, die Seeds, die Feathers, die Spider-Eyes, die ihren Ignot bleiben dort. Clay, wir haben Clay. Unfassbar. Sugar Canes bleibt auch erstmal hier. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich schon die so ein bisschen anfangen soll, das Feld zu basteln. Und ja, wir werden uns auch hier ein kleines Fältchen zusammenbasteln, wo wir dann eben so eine kleine Ernte draus machen. Also jetzt nicht viel, aber ein bisschen halt, ne? So,
Bone kommt da auch mit rein. Den Arrow tun wir da mit rein. Den Mushroom tun wir da mit rein. Okay, dann haben wir hier die Stone, das Stone Sword, die Stone Pickaxe, die Stone Axe, die Schaufel, eine Wooden Pickaxe, die wir als allererstes mal kaputt klöppern. Die Sticks. Den Iron Ingot. Ingot. Den lassen wir auch mal mit hier dabei, glaube ich, oder? Pass mal auf, wo ist denn das Ding hier? Das sind die 6 Stück. 7 sind es jetzt insgesamt. Die packen wir auch mal mit hier rein. Komm. Und es ist schon wieder Schlafenszeit. Gute Nacht, Freunde. Gute Nacht. Guten Morgen, liebe Sorgen. So. Wo waren wir denn stehen geblieben? Wir waren bei der Sortierung unseres Inventories, beziehungsweise... Der Typ sieht irgendwie komisch aus. Naja. Jetzt wollte ich mal gerade schauen. Aus was machen wir denn jetzt unser Dach? Dirk Dach. Aus was machen wir Dirk Dach jetzt? Creeper, 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 Creeper? Nein. Okay. Okay, wir hätten uns vielleicht... Was? Elemen! Elemen! Auf hier rumzufurzen! Da ist er! Elemen! Elemen! Warum? Wo ist er denn? I think he's... What? The fuck? Hey! Willst du mal von meinem Haus runtergehen? Ich glaube, es baggert! Ja. Diese kleinen Endermänner. So, wir haben... Hallo! Okay, Moment, ich muss mal das Lied hier ein bisschen leiser machen. So, jetzt schreie ich nämlich hier gegen die Musik los und das ist ja nicht so toll. Psychoman hätten besser gepasst zu den Viechern, das ist ja unglaublich. So, wir holen uns hier mal noch ein bisschen Stein raus. Ta-da-tam, ta-tam-tam. Aber nur ein bisschen. So, das reicht schon. Denn das, diesen Bogen möchte ich ganz gerne ein bisschen aufrechterhalten. Ich würde viel lieber dieses Teil hier raushauen. Machen wir auch, komm. Wir fangen mal an. Uns hier durchzuklöppeln. Danke. Uns hier durchzuklöppeln, wollte ich gerade schon sagen. Da hätte ich mal besser noch ein paar Spitzhacken für gemacht. Naja. Was soll's. Und mit diesem gewonnenen Cobblestone... basteln wir uns dann... Beziehungsweise basteln wir uns daraus nicht, sondern wir... Creeper-Coo. Basteln wir uns dann... Cleanstone. Und aus dem Cleanstone wieder... Warte mal, Moment mal. Sieht der Cleanstone nicht genauso aus wie der... Cobblestone? Lass mich mal gerade gucken. Ah ja, okay, nee. Ist schon ein bisschen ein Unterschied. Alles klar. Alles klar, Herr Kommissar. Oh, 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 oh. Und daraus basteln wir uns dann Cleanstone und aus diesem Cleanstone basteln wir uns Stone Bricks. Ich hoffe, die heißen auch so. Heißen die Stone Bricks? Ich hoffe es. Und aus diesen Stone Bricks wiederum bauen wir uns dann Treppen. Und was wir mit den Treppen machen, das könnt ihr euch ja schon denken, oder? That's what you can think about. Ta-da-da-ta-ta-ta-ta. Ihr merkt vielleicht gerade selber, die Playlist wiederholt sich jetzt relativ schnell. Glaube ich zumindest, dass sie das tut. Moment. Ja, müsste sich mittlerweile wiederholen. Liegt ganz...